Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben gestern in der Aktuellen Stunde auf Antrag oder auf Vorschlag der Fraktion Die Linke ja auch über die ersten aktuellen Erkenntnisse, Herausforderungen aus der Corona-Krise hier diskutiert. Und vielleicht erinnern Sie sich ja daran, dass ich ja gestern dann in dem Zusammenhang ausgeführt habe, dass natürlich einer der wesentlichen Punkte, die ja auch noch mal durch die Corona-Krise verdeutlicht worden sind, die es auch vorher schon gab, aber die natürlich in dieser Situation noch prägnanter an den Tag getreten sind, die Lohn- und Einkommenssituation hier bei uns im Land der Beschäftigten ist und auf der anderen Seite ein Punkt, die Frage der finanziellen Leistungsfähigkeit der Unternehmen, der Unternehmerinnen und Unternehmer bei uns im Land. Und sehr geehrte Kollegen und Kollegen, ich will an dem, was ich da gestern gesagt habe, ansetzen und das noch zwei Punkte ergänzen. Und bei dem zweiten Punkt, um den es dann geht, ist dann tatsächlich auch der Hintergrund dieses Antrages. Der eine Punkt, wer die öffentliche Presseberichterstattung verfolgt hat, die Äußerungen, die auch von den Kammern gekommen sind, die von den Unternehmensverbänden, Unternehmen gekommen sind, ist, dass nach der Corona-Krise, genau wie vor der Corona-Krise, auch die Frage des Fachkräftemangels der Auszubildenden hier bei uns im Land ein großes Problem und eine große Herausforderung darstellt. Und zweite große Herausforderung, vor der die Unternehmerinnen, die Unternehmen in unserem Land stehen, ist die Frage der Unternehmensnachfolge. Auch das, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, hat sich ja nicht durch die Corona-Krise geändert, jedenfalls nicht im positiven Sinne. Es ist bestenfalls noch schlimmer geworden, weil natürlich die Unternehmen, die vielleicht vorher schon aufgrund ihrer Situation, in der sie sich bewegten, im Wettbewerb, im Markt, Schwierigkeiten hatten, in den kommenden Jahren einen Nachfolger für ihr Unternehmen zu finden, es in dieser Situation sicherlich nicht leichter gemacht bekommen haben. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist letztendlich auch der Hintergrund dafür, dass sich die Koalitionsfraktion, und deswegen werbe ich auch so ausdrücklich dafür, dass wir eine breite Unterstützung hier in diesem Haus für diesen Antrag finden, das ist die Situation, in der sich die Wirtschaft in diesem Land befindet. Wir haben 2015, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, den Weg freigemacht, auch hier im Land, dass diese Nachfolgezentrale GmbH, die das Land ja wesentlich mit ESF-Mitteln finanziert, hier ins Land gerufen wird. Träger ist die Mittelstandsbank hier in Mecklenburg-Vorpommern und die IHKs und Handwerkskammern sind gleichfalls mit einbezogen. Und natürlich dauert das immer eine ganze Weile, bis so eine Einrichtung tatsächlich dann auch ihren Weg findet, ihre Aufgabe machen kann. Aber sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich die letzten Jahre Revue passieren lässt, insbesondere den Zeitraum auch nach 2018, wo ja im Grunde die zweite Projektphase der Nachfolgezentrale mit der erneuten Finanzierung dann auch über die ESF-Mittel dann in die Wege kam, dann denke ich, ist das ein erfolgreicher Weg gewesen. Es sind inzwischen, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, weit über 500 Unternehmen, die mithilfe der Nachfolgezentrale hier in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich eine geordnete Betriebsnachfolge in die Wege leiten konnten. Und was dazu kommt, und das sollte man an der Stelle auch nicht vergessen, dadurch, dass Träger die Mittelstandsbank MV hier im Land ist, wird ja nicht nur auf der einen Seite geholfen, eine Unternehmensnachfolge zu installieren, eine Unternehmensnachfolgerin, Nachfolger zu finden, den geordneten Übergang zu bewerkstelligen, sondern da ist auch gleichzeitig mit dem Träger derjenige vor Ort, der die Finanzierung einer solchen Unternehmensnachfolge begleiten kann. Meine Damen und Herren, ich habe es ja eben schon angesprochen, weswegen uns dieser Antrag in dieser Situation wichtig ist. Es ist eine Sache, und wir bemühen uns ja alle in diesem Land, die Landesregierung, der Landtag mit den entsprechenden auch zur Verfügungstellung der Haushaltsmittel, dass hier Unternehmensgründungen im Land stattfinden können. Aber ich sage es an dieser Stelle auch nochmal, und es ist auch dem Respekt vor den vielen Unternehmerinnen und Unternehmern in diesem Land geschuldet, es ist eine Sache, und es ist schon eine Herausforderung, überhaupt ein Unternehmen zu gründen, aber es ist natürlich eine andere Sache auch, tatsächlich ein bereits bestehendes Unternehmen zu übernehmen. Das macht es in gewisser Weise schwieriger, weil man natürlich auch mit demjenigen oder derjenigen, die das Unternehmen als Lebenswerk aufgebaut hat, erstmal einen gemeinsamen Nenner finden muss, um zu sehen, kann ich dieses, will ich dieses Unternehmen fortführen und wie kann ich es fortführen. Aber sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, volkswirtschaftlich betrachtet ist natürlich auch ein großer Nutzen da drin. Dieses Unternehmen ist bereits am Markt.
Das muss nicht erst das Risiko eingehen, das man bei einer Unternehmensgründung hat, sich am Markt zu etablieren, sondern dort sind qualifizierte Beschäftigte, dort sind Kunden, dort weiß man, wie man am Markt agieren kann. Und das macht es dann, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auf der anderen Seite auch häufig einfacher. Deswegen haben wir, die Koalitionsfraktionen, uns dafür ausgesprochen, diesen Antrag eingebracht, damit man jetzt schon deutlich macht, sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen diesen Weg weitergehen. Wir wollen ihn weitergehen mit den Industrie- und Handelskammern. Wir wollen ihn weitergehen mit den Handwerkskammern, mit der Mittelstandsbank und ein deutliches Signal auch an die Landesregierung, an das Wirtschaftsministerium, das ja da federführend für zuständig ist, ein deutliches Signal geben, dass wir auch eine Finanzierung aus EFSF-Mitteln weiterhin sichergestellt haben wollen. Auch vor dem Hintergrund, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass wir alle wissen, dass es, was die Strukturfondsmittel angeht, insgesamt nicht einfacher werden wird in den kommenden Jahren. Ich bitte um Ihre Unterstützung und freue mich auf eine angeregte Diskussion zu dem Tagesordnungspunkt. Vielen Dank.